So, ich habe heute einen ganz besonderen Leckerbissen für euch. Und zwar handelt es sich um eine sehr, sehr exklusive Wohnung, die extrem großzügig geschnitten ist in Alanya Kagijak. Wir haben ja häufig das Problem hier in Alanya, dass die Wohnungen so arg klein geschnitten werden. Und genau das ist hier nicht der Fall. Es ist die einzige ihrer Art in dieser Form. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir kurz folgt und euch die Wohnung mit mir gemeinsam anschaut. Alles Liebe, bis dann, eure Claudia, bye bye. So, es geht los. Das ist der Eingangsbereich. Und hier seht ihr den Zugang zum ersten Bad. Ebenerdige Dusche, Glasabtrennung, Reihendusche, eine Handbrause. Ihr habt ein Tageslichtfenster, was ihr auch öffnen könnt zum Lüften. Ihr seht alles wunderbar hochwertig in einem Kaffeeton, so Erdtönen verarbeitet. Vorwandinstallationen, alles sehr, sehr schön, klassisch, modern. Badmobiliar ist inklusive im Preis. Und wenn wir da rausgehen, das ist der Blick in den Wohnbereich hier, da haben wir auf der anderen Seite gegenüber des Bades noch einmal ein kleines Lager, ein Depot, das habe ich euch jetzt nicht gefilmt, da ist lauter Krimskrams. Wir haben hier eine Garderobe und eine sehr hochwertige Eingangstür, die mehrere Male komplett diebstahlgesichert ist. Wenn wir dann in den Wohnraum hineinkommen, fällt auf, dass alles wunderbar schön hell ist. Und wir haben eine offene amerikanische Küche mit allem, was das Herz begehrt. Großer amerikanischer Kühlschrank mit Gefrierkombination, links Gefrier, rechts der normale Kühlschrank. Alles computergesteuert. Wir haben ein Ceranfeld, hängt mit uns Abzugshaube. Das ist eine Schreinerküche außerdem und ihr seht schon das runde Bullauge mit den Plissés. Wir haben eine Waschmaschine, einen oben liegenden Herd und eine Mikrowelle. Hier haben wir diese Insel, eine kleine Frühstücksinsel mit 4 Barhockern. Alles offen, alles lichtdurchflutet, alles schön leicht und luftig. Das ist die Treppe, die dann später nach oben führt, in den Schlafbereich hinein. Eine feststehende Treppe, alles schön geleuchtet. Und Glasgeländer mit Aluminium. Das eigentliche Highlight, was jetzt gar nicht so zu Trage kommt in diesem Video, ist der Blick. Hier haben wir nochmal eine Abstellfläche unterhalb der Treppe und wir schauen zum Eingangsbereich und in die offene Küche nochmal hinein. Auf dem Essbereich haben wir durch dieses linke Fenster einen ganz tollen Blick. Wir gehen mal rüber und schauen mal rein. Wir schauen über das Taurusgebirge auch hier auf das Meer. Insbesondere aber durch die Panoramafenster. An den Fenstern unten selbst sind auch Fliegengitter, sodass keine Stechmücken, Spinnen oder sonstiges hineinkommt. Raus auf den schönen, großen, breiten Balkon mit dem wirklich tollen Blick. Nochmal in den Innenraum hinein, von außen gesehen, also vom Balkon aus gesehen. Da hinten ist auch noch mal ein kleines Außenlager. Hier schauen wir auf den Taurus. Dadurch, dass es extrem heiß im August ist, haben wir immer ein bisschen Dunst, der so über dem Tal hängt. Das ist das, was man hier sieht. Ihr seht aber auch einen großen Couchbereich, kann man fast sagen. Und noch mal einen Außentisch. Da könnt ihr auch gut 6 Stühle dran kriegen. Und ihr seht hier nochmal die Breite, also die Tiefe von dem ganzen Balkon. Wunderbar tief alles und die Fliegengitter kann man ganz gut erkennen. Genau. Und wieder hinein in den offenen Wohnbereich. Und hoch in das nächste Geschoss. Geradeaus haben wir auch nochmal einen kleinen Balkon, der eignet sich wunderbar zum Trocknen von Wäsche. Rechts herum geht es dann in das Hauptschlafzimmer und nochmal in ein kleines Bad, das zweite Bad. 3 Bäder haben wir insgesamt. Das ist die Treppe nochmal von oben nach
unten gesehen. Alles schön mit Granit belegt. Alles wirklich hochwertig gemacht. Schön hell. Und ihr seht auch die Türen. Das sind wirklich keine billigen Zargen und Türblätter, sondern auch alles schwere Türblätter, die dennoch so ein bisschen so skandinavisch wirken. Einfach sehr elegant alles. Wir haben hier oben rechts, wenn man reinkommt, direkt so einen kleinen Einbauschrank. Da ist eine Waschmaschine und ein Trockner untergebracht, sowie ein Fach, in dem man alles, was dazu gehört, gut deponieren kann. Also auch an das Praktische ist gedacht. Und hier haben wir auf der linken Hand, wenn man hochkommt, das riesige Gästezimmer. Da steht jetzt ein großes Bett hinten. Der Buddy ist auch dabei und inspiziert alles. Zwei große Fenster, eine Balkontür, ein Fenster, durch das man auch einen schönen Blick nach draußen hat auf die mediterrane Nachbarschaft. Hochwertige Deckenverarbeitung, die haben wir überall, und Halogenlichter implementierte. Hier haben wir außerdem noch einen kleinen Balkon. Nochmal der hintere Bettbereich. Hier seht ihr nochmal den Blick, den man von oben hat aus dem Gästezimmer. Genau, und dann sind wir wieder im Gang. Hier haben wir das kleine Gästebad, das ist das kleinste Bad, das zweite Bad, auch mit einer Raindusche, auch mit Handbrause, auch ebenerdig mit Glas, also echt Glas alles, inklusive des kompletten Badmobiliars, das bleibt alles drin. Jedes Bad hat einen eigenen Durchlauferhitzer, genauso wie die Küche einen eigenen Durchlauferhitzer hat, Vorwandinstallation, und das hier ist sehr, sehr, sehr geil, weil das eigentlich das Hauptschlafzimmer ist. Wir haben es zuletzt als Büro benutzt. Daher steht jetzt auch kein Bett drin, sondern nur ein Schreibtisch. Und das ist die Dachterrasse. Sehr, sehr große Dachterrasse, auch sehr tief. Wir gehen da gleich raus und ihr seht auch den Blick hier komplett über Kagijak rüber. Einbauschränke auch hier, genauso wie im Gästeschlafzimmer. Alles schon vorhanden, und auch hier nochmal so ein Bullauge, wie wir es in der Küche hatten. Genau. Gehen einmal hinaus, können nochmal von draußen nach drinnen auch sehen, dass dieser Raum wirklich sehr, sehr, sehr großzügig geschnitten ist. Auch hier sind schon Fliegengitter angebracht, dass keine Stechmücken hineinkommen können. Und das ist das dritte Bad, das Hauptbad eigentlich zum Hauptschlafzimmer, also ein Bad en Suite. Hier wieder die gleiche Farbgebung, der ganze Stil wie ein roter Faden durchgezogen mit Badmobiliar, wieder auch alles integriert. Mit riesiger, ebenerdiger Dusche, wieder Handbrause, wieder Raindusche von oben. Sehr großzügig alles. Alles Fußbodenheizung. In allen Bädern haben wir Fußbodenheizung. Sehr schön. Das ist jetzt hier nochmal die Dachterrasse vom Hauptschlafzimmer aus gesehen. Genau. Und jetzt einmal hinaus, das ist neben, also der Balkon läuft rum. Wir haben nochmal zwei weitere Balkone. Also wir haben insgesamt vier Balkone in dieser Wohnung. Das da unten ist ein schöner Pavillon, da trifft man sich mit der Nachbarschaft, kann man was essen oder trinken. Hier haben wir unseren großen Infinity Pool. Es sind nur zwei Gebäude und acht Parteien insgesamt, die zu diesen Wohnungen gehören hier oben. Also nur acht Parteien in zwei Gebäuden, je Gebäude vier Parteien. Hier haben wir auch nochmal hinter den Liegen die Abstellfläche, die man sieht von außen. Das ist nochmal der wunderschöne Blick über den Taos nach Alanya Richtung Ghazi Pascha über das Meer. Ihr könnt euch natürlich hier auch wunderbar so ein Pavillon hinstellen, aber gut. Das ist die Anlage, wenn ihr hochgefahren kommt, mit der kompletten Umgebung. Das ist also eure Nachbarschaft, was ihr
hier sieht. Sehr ruhig hier oben, hört ihr nur die Grillen, ein paar Vögel. Genau, das ist die Anlage an sich. Ihr seht also die zwei Gebäude, eins rechts, eins links. Zwei Garten-Duplex-Wohnungen, zwei Penthouse-Duplex-Wohnungen. Unsere Wohnung ist eine Penthouse-Duplex. Und hier sind wir im Garten. Ihr seht, alles sehr, sehr gepflegt. Da oben geht es hinein, da ist der Eingangsbereich, durch den wir eben hineingekommen sind. Nochmal der Pavillon von vorne gesehen. Es gibt Gärtner, es gibt Hausmeister, es gibt alles, was das Herz begehrt. Das ist eine All-in-Anlage, sehr, sehr exklusiv, sehr, sehr nobel, sehr, sehr luxuriös, Baujahr 2019. Und wir haben zwei Schlafzimmer, drei Bäder und diesen riesigen Wohn-Essbereich.